Hallo meine Lieben, so mein erster Wanderweg, 2. Jänner 2021, ist in Neunkirchen und zwar Burg Sebenstein. Ist ungefähr 100-150 Meter hoch, also wo das Buch sich befindet. Es gibt einen schönen Weg bis dahin, also dieser Weg. Ich bin jetzt mal neugierig, was auf mich erwartet. Ich melde mich dann später. So, ich bin noch weiterhin unterwegs. Also ich glaube, es ist höher als 150 Meter, weil ich bin schon viel höher als 150 Meter, das ist sicher. Und der Weg ist nicht gerade das einfachste, aber es ist Touristenweg. Also da kann man ruhig durchgehen, aber braucht man ein bisschen Kondition. Ja, sage ich so, mittelstufig ist dieser Weg bis zum Burg. Ich bin mal neugierig, was mich da oben erwartet. So, ich bin jetzt oben angekommen. Ist mir ziemlich warm geworden, wie ihr seht. Ja, ich habe schon die Jacke ausgemacht. Ich bin schon da. Also da im Hintergrund ist jetzt das Burg. Und ich bin jetzt mal neugierig, ob das offen ist. Glaube kaum, aber schauen wir mal. So, wie ihr sehen könnt, leider ist es geschlossen. Es ist sehr schöne Umgebung. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, euch mal hier einen Wanderweg zu machen. Wir sind jetzt ziemlich viele schon da. Also ich werde auf die andere Seite noch gehen und rundherum eine Tour machen. So, hinter mir ist das Burg und habe ein kleines Weg entdeckt dort. Und was auf mich erwartet hat, schaut euch das mal an. So, also diese Aussicht, das zahlt sich aus auf jeden Fall. Schaut euch das mal an. Ich werde gleich ein Video machen rundherum. Und ja, aber dieser Ausblick hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nach oben zu kommen. Also dann, bis später. So, um diese Seite vom Burg zu fotografieren oder filmen, musste ich bis dahin unten, ja, es gibt kleine Wege und es ist nicht gerade sehr leicht, weil dieser Weg ist ja ziemlich rutschig und noch dazu ca. 70 Grad, was die sogenannte Wegkletterung angeht. Ja, ich habe jetzt ein bisschen eine Pause gemacht, weil wollte die andere Seite auch mal fotografieren und Video machen. Aber es ist nicht gerade sehr leicht. Also, ja, jetzt noch ein bisschen, circa noch 20 Meter und bin oben. Thank you.
mein erster Wanderweg im Jahre 2021, 2. Jänner, hat begonnen und ich war auf einem sehr schönen Ort, in Siebenstein, Neunkirchen, und hatte es sehr, sehr genossen, um ehrlich zu sein. Es ist wunderschön hier, sehr leise, sehr viele Wanderwege und was wichtig ist, draußen in die Natur. Die Sache ist folgendes, ja, wir wissen, was das bedeutet. Jetzt unsere Freiheit wurde, so gesagt, dieses Jahr oder voriges Jahr ein bisschen abgespeckt. Die Regierung hat uns ja einiges gemacht, die Freiheit so gesagt, ja, gekürzt. Und das bedeutet aber überhaupt nicht, dass ihr nicht in der Natur draußen da dürft. Ja, das ist wirklich wichtig. Ihr solltet wandern gehen. Ihr solltet euch mal erholen, weil schaut, ich habe ja über 2 Monate nichts mehr gemacht. Am 27. Dezember war ich ja wieder auf einem Weg. Aber die Nebenwirkungen bezüglich des zwischen die 4 Wände und ständig nirgendwo zu sein, nur zu Hause Arbeit, hat leider meine Gesundheit irgendwie schon attackiert. Also das bedeutet, ich habe ja zugenommen. Das bedeutet, ich habe ja auch jetzt Knie und Schmerzen bei dem rechten Bein. Aber je mehr ich mich bewege, fühle ich, das wird sich schon erholen. Das ist wichtig. Ja. Also Immunsystem müssen wir auch hier verstärken in diesem Sinne, weil wir bewegen uns sehr, sehr wenig. Ich hoffe, ihr werdet das Video genießen, was ich für euch hier heute gedreht habe. Und werdet hierher kommen, das mal anzuschauen, was ich hier live gesehen habe. Weil das Kamera kann das nicht wiedergeben, was wirklich mit den menschlichen Augen zum Sehen ist. Also ich verabschiede mich heute von euch und sehen wir uns bald. Tschüss. Viel Spaß am Wandern.